Top-Stimmung am heutigen letzten Tag des Hahnenkamm-Wochenendes. Kleiner Wermutstropfen, der führende Österreicher Manuel Feller schied beim Slalom aus. Es war ein wunderschönes Rennen, aber leider hat es nicht genauso funktioniert, wie wir es wollten. Aber das sind gute Athleten. War ein schönes, schönes Rennen. Leider bin ich gerade einfach so traurig. Das Wochenende war richtig super, weil ich bin mir sicher, vielleicht, dass ein Schladming das so richtig zuschlägt. Toi, toi, toi für Schladming, lieber Manuel. Top motiviert mit viel Elan, aber im Schneckentempo rutschte DJ Ötzi kurz nach dem gestrigen Rennen den Zielhang der Streif bei der traditionellen Kids Charity Trophy herunter. Der Gary war nicht im Trainingslager. Ich glaube, das war das Problem. Er hat sich da ziemlich viel Zeit gelassen, dass er möglichst viel Fernsehzeiten hat. Also ich glaube, das ist ein bisschen eine Strategie gewesen. Das ist ins Ziel gekommen, das ist entscheidend. Ja. Safety first. Und ich will ja Spaß haben, ich will, dass die Leute Spaß haben. Endlich sind wir wieder gemeinsam da vor Ort und können miteinander feiern. Was ich meine? DJ Ötzi, Gary Friedler, come on! Der Tom Walleck hat doch gemeint, nicht einschlafen beim Fahren. Ja, der ist mein Freund, der darf alles sagen. Er hat sich ein bisschen Zeit genommen. Aber das ist sein Stil. Gewinnen tut man damit nichts, außer die Herzen der Fans. Und das ist auch ein Sieg. Also, und das macht der DJ Ötzi perfekt. Viel bestaunt auch der Fahrstil vom achtfachen MotoGP-Weltmeister Marc Marquez. Eigentlich lachen müssen, weil ich ihn nur von hinten gesehen, von oben drum. Ich habe nicht gewusst, wer er ist. Ja, er hat es ganz schön gegeben. Ich mache immer gerne ein bisschen Show für die Leute hier. Es ist schließlich ein Charity-Rennen. Der Marquez-Stil ist einzigartig. Und sogar beim Skifahren habe ich anscheinend einen eigenen entwickelt. Die ganze Woche habe ich mich vorbereitet, ganz spezielle Trinkkuren sozusagen über sich ergehen lassen. Und genaueres kann ich leider nicht sagen, weil sonst wird die Konkurrenz das hören und auch machen. Das will ich aber nicht. Ich bin ja gewöhnt, gerade runterfahren und da waren so viele Kurven. Und bei mir ist jede Kurve zu viel. Gemütlicher ging es zur selben Zeit im Country Club zu. Hier teilte Schwarzenegger-Freund Daniel Marshall sein Wissen über Zigarren mit Interessierten. Passt das hier nach Kitzbühel, so eine Zigarre-Lounge? Absolut, mit dem Kaminfeuer, nach dem Skifahren, tief winterlich draußen, aber auch im Sommer, nach dem Golf oder sowas, nach dem Sport. One thing I need to tell you. Zuallererst muss ich sagen, dass man Zigarren nicht raucht, man genießt sie. We don't smoke, we taste. Mein Topseller ist diese goldene Zigarre. Die rolle ich selbst und verfeinere sie mit 2 Gramm reinem Blattgold. Damit kann man die Sieger der Streif würdig hochleben lassen. In Kitzbühel and their great victories. Schlange stehen für das begehrte Schnitzel auf Rosis Sonnbergstuben. Über 600 wurden bei der traditionellen Schnitzelparty an diesem Abend rausgebacken. Ich hatte mal einen Kochunfall mit Wiener Schnitzel. Wir beide sind. Das Fleisch reingefallen in die Pfanne, dort ist sie die ganze Hand verbrannt. Ist sie wirklich in die Klinik? Seitdem hat sie aufgehört zu kochen. Nein, nein. Ab und zu wird schon gekocht. Das Highlight neben dem Schnitzel war Rosi selbst. Ich finde, sie sieht toll aus. Sie wird nicht älter. Sie ist konserviert. Und dann habe ich mit ihr schon singen dürfen, das Kufsteinlied, nicht wahr? Und ich finde, sie ist ein absolutes Phänomen. In Kitzbühel war ich Tischjockey und zwar, das war, glaube ich, 76, 77, bevor ich meinen ersten großen Filmhit hatte. Und wir waren natürlich immer bei der Rosi. Die Rosi ist mittlerweile sowas wie eine dritte Oma für mich. Ich glaube, die Rosi weiß alles von mir. Ja, aber ich verrate auch nichts. Er aber schon, und jetzt wissen wir auch, ob die hübsche Dame, mit der er sich in Kitzbühel zeigte, nun seine neue ist. Nein, um Gottes Willen, nein. Die Lisa hat einen ganz lieben Freund, hat 2 Kinder. Die Lisa ist meine Jenny aus Forrest Gump, nur ohne kleinen Forrest. Glänzender Abschluss des Hahnenkamm-Party-Wochenendes. Die Kids Race Night mit vielen Stars, Sternchen und Geburtstagskindern. Alles Gute zum Geburtstag. Danke, das brauche ich. Ist das Fest heute für dich? Ja, ist gegangen, passt gerade. Ja, stört nicht. Alles Gute zum Geburtstag. Wie habt ihr heute gefeiert? Wir ganz gemütlich hier im Zelt. Und gestern Abend mit den Kindern. Feiern durften hier auch die Helden der Streif. Congratulations. Wie geht's der Hand? Hand geht's okay. Gut genug zum ein Kampf halten. Ja, das passt schon. Heute die Streif gewonnen, hier feiern, was ist besser? Die ganze Pakete ist gewaltig, aber gewinnen heute ist schon besser. Streif, runterfahren einmal, wäre das was für dich? Ja, auf die Ski eher weniger. Auf dem Radl würde man es vielleicht noch irgendwie eintrichtern lassen, aber mal schauen. Ernsthaft?
Ich will jetzt nichts versprechen, aber vielleicht kriegen wir es mal hin, sagen wir so. Das Fazit von diesem Kitzbühel-Wochenende so far? Also ich habe viel Spaß gehabt. Wir haben es gesehen. Aber heute lieber Party als über die Streif fahren. Also nein, ich lieber über die Streif fahren. Vielleicht hat sie ja bald wieder Gelegenheit dazu, denn nach dem Hahnenkamm-Wochenende 2023 ist vor dem Hahnenkamm-Wochenende 2024.